Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einer Expresslegung hier für dich. Welche Themen möchten sich in Bezug deiner Seelenpartnerschaft derzeit zeigen? Oder wenn du Single bist, welche Gegebenheiten kommen jetzt auf dich zu? Womit wirst du konfrontiert? Das Ganze werde ich hier, was ich schon länger nicht gemacht habe, mit den Engelskarten einmal hier für dich legen. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, findest du auf der Website. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt für dich und werde im Anschluss für dich in die Deutung rübergehen. Ich habe das hier noch etwas umgestellt, damit du das hier auch besser gleich sehen kannst. Ich muss das hier noch einmal etwas umstellen, sonst passen hier nicht alle Karten hin. So, meine Liebe, mein Lieber, ich hoffe, du kannst hier alles ganz gut sehen. Ich starte jetzt einmal für dich. Gegebenenfalls gehe ich noch in die Klärung mit anderen Karten hier für dich. Die Hauptenergie hat sich gezeigt. Hier einmal auf diesem Deck, dass es derzeit eine schicksalshafte Situation stattfindet. Bei dir, bei deinem Gegenüber, bei euch. Hier gibt es gewisse Situationen, was Klärung beinhaltet. Ja? Hier sehe ich einmal auch die Situation, dass derzeit etwas bei dir oder bei deinem Gegenüber geklärt wird durch die Öffentlichkeit. Hier findet ganz klar eine Trennung statt durch Gegebenheiten im Außen. Wir haben hier einmal, dass die Situation schicksalshaft geführt ist, aber auch, dass schicksalhafte Dinge jetzt geschehen, auch bei dem einen oder anderen aus einer karmischen Situation rauszugehen. Eine gewisse Lernaufgabe sehe ich hier ganz klar für den einen oder anderen. Wir haben Lastkontrollthemen los. Erlaube diese Situation sich ganz natürlich zu entwickeln. Und hier sind bei dem einen oder anderen bewusst die Themen, wo du eben noch rausgehen darfst oder wo dein Gegenüber noch in Dingen ist, wo man hier eventuell zu Hause auch kontrolliert wird, ja, dass gewisse Konflikte auch stattfinden. Nur ich sehe hier, dass jemand derzeit dabei ist, in eine Trennung zu gehen, ja.
einmal mit dem Haus in Kombination die Kontrollthemen. Und hier ist es wichtig, wenn du das hier willst, dass du gewisse Dinge, wenn du kein Vertrauen hast, denn hier haben wir ja auch die Warnsignale und vor allem auch die Angst, die Unsicherheit, ja, dass einer von euch beiden ganz klar in Unsicherheiten ist, aufgrund, da in der Vergangenheit kontrolliert wurde oder da im Jetzt kontrolliert wird. Es ist ganz, ganz wichtig, da eben zu schauen. Ich sehe hier sehr viel Aufruhr, ich sehe sehr viel Aufregung. Ja, viele Gespräche finden hier einmal statt, bei dir, bei deinem Gegenüber, aber auch bei euch. Da müsstest du bitte einmal auf dich schauen. Ja, es ist eine allgemeine Legung. Wir haben hier Probleme in der Familie. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Und hier sind ganz klare Lernaufgaben, diese jetzt besprochen werden dürfen, die man sich jetzt anschauen darf. Eine Situation, was ich zu Anbeginn sagte, was schicksalhaft hier vonstatten geht. In eurer Verbindung Gegebenheiten, die im Außen jetzt stattfinden, das sind Dinge, die schicksalhaft eben jetzt geschehen. Damit man hier in seine Stabilität kommt. Ja, hier setze ich ganz klar die Seelenpartnerschaft, wozu ich dann gleich komme. Hier ist viel Aufregung, es könnten Gespräche in den Abendstunden stattfinden, aber auch Gespräche intern, im Familiären, mit Personen, wo es bei dem einen oder anderen viel Aufregung gibt. Wenn du jetzt hier in der Position bist und du sagst, du bist alleine, ja, ich sehe hier Gegebenheiten, dass dein Gegenüber definitiv hier noch mit anderen Personen im Haus ist, in den Häuslichkeiten. Des Weiteren haben wir hier den Rückzug. Ja, und hier ist die Situation, dass du derzeit wahrscheinlich mit deinem Gegenüber keinen Kontakt hast. Bei dem einen sehe ich hier den Kontakt, bei dem anderen wiederum nicht. Schau hier bitte auf dich, da es hier viele Situationen noch Klärungsbedarf beinhaltet. Ja, dennoch aber die Gespräche, dass man rauskommt aus einem Rückzug. Auch die Gegebenheit, dass man sich hier mit dir zurückziehen möchte, bekomme ich hier für eine Gruppe, ja, dennoch aber auch für viele der Rückzug. Also schau hier bitte auf dich, es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen, ja. Also man hat hier so Diskussionen derzeit zu bewältigen, man schaut auf Klärung, hier sind viele Unklarheiten, die Unklarheiten haben wir hier im Mittelpunkt, vieles, was nicht ausgesprochen ist, vieles, was eben auch ins Gespräch kommen darf, was euch beinhaltet. Ich gehe da gleich noch in die Klärung. Wir haben hier die Trennung. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Also einmal, dass ihr hier in Trennung seid. Ja, es ist vorübergehend, da hier gewisse Probleme intern, familiäre Situationen besprochen wird. Ja, hier gibt es Konflikte. Der eine oder andere wohnt hier bei der Familie oder ist in Gegebenheiten noch mit einer Partnerin, Partner, ja. Schau bitte auf dich. Dass hier aber auch eine Trennung öffentlich gemacht wird. Ja, es ist irrelevant, wie du hier schaust. Hier sind schicksalshafte Dinge, die jetzt stattfinden, wo eine Trennung vollzogen wird. Ja, und deswegen bekomme ich hier unterschiedliche Gruppen einmal. Bei dem einen ist absolut gar kein Kontakt. Da sind hier die Diskussionen zu Hause. Und bei dem anderen wiederum ist hier die Gegebenheit, wo man eben jetzt wieder auf dich zukommt. Vor allem geht es hier auch um die Stabilitäten, um die Häuslichkeiten, um die Sicherheiten. Ja, hier ist jemand nicht mehr so in den Sicherheiten, wie du es vielleicht dachtest. Ja, also ich sehe hier eher so auf das Stabile, das feste Fundament, dass hier etwas aufgrund, was im Außen jetzt geschieht, ja, dass hier die Gegebenheiten sind, wo man da Konflikte hat. Ja, und darüber wird eben auch gesprochen. Das einmal mit der Trennung in Kombination mit dem Park. Der Park gleichzeitig auch das Wiedersehenstreffen, die Versöhnung. Also hier kommt wieder erneut jemand in dein Leben. Und diese Person könnte gerade, wo eine Trennungsphase bei ihm oder ihr stattfindet. Ja, hier wird öffentlich getrennt. Man trennt sich hier öffentlich, es wird öffentlich gemacht. Das bekomme ich hier einmal. Des Weiteren haben wir das Vertrauen. Hier geht es um finanzielle Sicherheiten. Hier ist jemand absolut nicht im Vertrauen. Die Situation fordert dich auf, in Geduld zu üben. Ja, also wenn du hier in der Position bist, gewisse Konflikte hast, Kontrollthemen, darfst du diese loslassen. Vertraue hier bitte. Habe Vertrauen, denn hier geht es um die Stabilitäten. Ja, was ich hier schon sagte, dass es um viel Finanzielles geht. Ja, die Gegebenheiten auch noch durch gewisse Familienmitglieder, wo man eben hier auch viele Dinge noch klären darf.
habe ich ihr bitte Vertrauen. Es ist ganz, ganz wichtig. Das bekomme ich immer und immer wieder. Ja? Vor allem, weil wir hier auch die Kontrollthemen haben und hier eben auch die Gegebenheit, du darfst ohne Angst leben. Lass diese Gefühle hier im Fluss. Die Gefühle sind da. Er schaut ja hier, ja, oder sie, je nachdem, wie du hier eben schaust. Und wir haben hier, achte auf die Warnsignale. Und das ist die Gegebenheit, die sich schon hier gezeigt hat, ja, dass man hier eben gewisse Konflikte hat. Hier sind definitiv Ahnenthemen, ja, bei dem einen oder anderen, wo man hier eben die Situation nicht so unter Kontrolle hat. Der eine oder andere die Situation unter Kontrolle haben möchte, ja. Und hier solltest du in deine Stabilität kommen, sprich in deiner Stabilität bleiben. Dass man hier nicht in Konflikte gerät. Achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich und diese Unklarheiten. Ja, es ist dieses On-Off bekomme ich hier ganz klar, mal ist Kontakt, dann ist kein Kontakt. Aber aufgrund der Gegebenheiten, was sich hier ganz klar zeigt, ja, dass derzeit dein Gegenüber auch sehr kopflastig, bekomme ich hier, aus dem Ego heraus agierend ist, dass man hier wirklich auch erst in seine Kraft kommen darf. Ja, hier schaut jemand auch bewusst auf die Stabilitäten und hat hier selbst derzeit nicht so bewusst den Überblick über gewisse Dinge. Ja, denn hier wird ja eine Trennung öffentlich gemacht. Und hier ist es wichtig, dass du eben da die gewissen Warnsignale auch beachten solltest. Dass er oder sie auch in der Vergangenheit, jetzt bekomme ich hier auch mit dem Kreuz, jetzt setzt sich der lange Leidensweg, dass man da eben auch sehr vorsichtig ist und jetzt natürlich auf gewisse Warnsignale achtet. Ja, es ist wie, als ob hier jemand auf detailliert auf Zeichen eben auch achtet. Schau hier bitte auf dich, so bekomme ich das für dein Gegenüber, hier zumindest die männliche Person. Dann haben wir hier die Co-Abhängigkeit, dein Liebesleben wird von Suchtverhalten negativ beeinflusst. Und hier kommt eine wiederkehrende Situation auf dich zu. Hier geht es ganz klar um Abhängigkeiten, um Belastungen, Belastungen, die Stress machen. Wiederkehrend, finanzieller Mangel bekomme ich hier. Mit Finanzen gravierend auch hier eine Situation zu handhaben. Und dass du hier wirklich auf die positive Veränderung schauen solltest mit den Stürchen, ja. Und hier eben dein Liebesleben wird von diesem Ganzen stark beeinflusst. Und hier ist es wichtig, dass du Vertrauen hast. Lass es hier bitte fließen, ja, ohne irgendwie in den Konflikt zu gehen. Ich sehe hier Konflikte bei dem einen oder anderen, ja, dass seitens deiner oder seiner oder ihrer hier gewisse Konflikte stattfinden könnten. Und wenn du schon in der Vergangenheit hier gewisse Themen hattest mit deinem Seelenpartner, mit deinem Gegenüber, ist es wichtig, dass nicht wiederkehrend hier Belastungen stattfinden. Ja, auch so, ich bekomme noch nicht mal diesen Mangel, sondern ich bekomme eher so das Ego hier ganz stark, ja. Dass man so auf sein Ego schaut, dass man gewisse Dinge nicht wert ist oder gewisse Dinge nicht benötigt. Das ist ganz, ganz wichtig, ob du das hier bist oder dein Gegenüber, ja. Des Weiteren zeigt sich hier die Flitterwochen. Genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit. Also hier könnte der eine oder andere, dass man sich begegnet, dass man sich trifft, dass man sich näher kommt, hier auch vielleicht gemeinsam auf eine Reise geht, das bekomme ich. Aber ich bekomme hier sehr stark auch die Sehnsucht. Ja, also schau mal bitte auf dich. Und du solltest diese Zeit, die du hier mit deinem Gegenüber hast, ich sehe hier die Gespräche, ja, dass du das genießt und nicht, dass du in gewisse Konflikte aus der Vergangenheit, denn das alles hast du hier schon erlebt, ja, dass du da wieder reinkommst. Es ist wichtig, das loszulassen. Achte bitte auf die Warnsignale. Der Blitz haben wir hier drauf und das könnte hier ganz, ganz schnell eben auch umschlagen, indem man sich streitet, indem Konflikte kommen, ja, wenn du mit deinem Gegenüber mit gewissen Dingen konfrontierst. Und da ist es wichtig, dass du das genießt. Die Zeit eben auch genießt. Ja, ansonsten hat jemand auch ganz, ganz starke Sehnsucht in Kombination mit den Bären. Es kann auch sein, dass hier man derzeit auch für sich alleine in Gegebenheiten ist, um hier etwas Kraft zu tanken, ja, wieder zu sich zu finden. Das bekomme ich hier auch. Denn Kontakte bekomme ich hier. Ja, das schaue ich eben gleich separat für dich. Dann haben wir die Zeit und wir haben, dies könnte der oder die richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Und im Grunde genommen weißt du davon, mehr oder weniger ihr wisst davon, aber hier ist es wichtig, ins Vertrauen zu gehen. Denn hier hat jemand absolutes Misstrauen.
eigentlich gar kein Vertrauen. Ja? So bekomme ich das hier. Denn hier ist etwas tief. Es liegt etwas in der Tiefe aufgrund Gegebenheiten in der Vergangenheit. Hier haben wir ganz klar die Vergangenheit, den schweren Leidensweg gegangen zu sein. Auch wirklich dieses Karma hier mit sich zu tragen. Diese Lernaufgabe. Und hier ist es wichtig, dass du dir deine Lernaufgabe anschaust. Ja, sprich, er oder sie sich diese Lernaufgabe anschaut. Denn hier ist ja jemand auch so, man denkt hier nach, man ist verunsichert, man weiß nicht recht, ja. Und in diesem Thema könntest du schon einen ganzen Zeitraum sein, ganz, ganz lange schon, ja. Das hast du hier mit dir aus einem vergangenen Leben auch mitgebracht, dass du nicht im Vertrauen bist. Und aufgrund natürlich Gegebenheiten, Partnerschaften etc., die dann vielleicht bei dem einen oder anderen hier stark durch das Finanzielle einhergegangen sind. Ja, es liegt ja hier in der Tiefe und dass man sich das eben jetzt auch anschauen darf. Ich bekomme die Situation, die Zeit, einmal im Schnellen, dass etwas Plötzliches auch geschieht. Ja, wir haben hier das Kreuz, was ich hier bekomme für einen gewissen gegebenen Schicksalsschlag auch für den einen oder anderen, dass eben gewisse Gegebenheiten sind, dass es nicht mehr anders geht, als hier eine Trennung öffentlich zu machen. Ja, weil eine Situation wiederkehrend ist. Und hier darfst du wirklich in deine Geduld gehen. Dies könnte der oder die Richtige sein. Und man hat hier Wünsche, Träume, Vorstellungen, aber ich bekomme tief, dass sowas im Unterbewusstsein wirklich festsitzt. Ja? Mach dein Herz auf, um die höchste aller Energien zu geben und zu empfangen. Und hier darf das Herz geöffnet werden. Ja? Hier ist etwas blockiert. Sorgen, Ängste aufgrund, dass man in der Vergangenheit verlassen wurde bei dem einen oder anderen. Was ich eben sagte, gewisse Glaubenssätze, Partnerschaften, hier wird so ein Kreislauf fortgeführt. Ja, oder aber auch, dass hier noch jemand eben ist und dass da noch gewisse Konflikte sind. Das muss jetzt nicht deine Partnerin sein, sondern es kann hier jemand aus der Familie auch sein. Ja, gewisse Konflikte, die da eben auch stattfinden. Und hier ist wirklich die Angst zuzulassen. Hier ist die Angst zu lieben. Hier ist die Angst, etwas nach außen zu bringen. Und das darfst du jetzt. Du darfst ohne Angst leben. Ich schaue hier nochmal weiter auf eure Gegebenheiten. Wir haben hier in der Hauptenergie die 4 der Münzen und hier hält definitiv jemand fest. Ja, das bekomme ich auch ganz klar für die weibliche Person, was bei dem einen oder anderen wirklich so ist, dass man hier noch in einer Partnerschaft eben ist. Ja, eine Partnerschaft, wo es dann hier um die Finanzen geht, Tiere, Kinder könnten involviert sein. Oder eben nur Kinder, nur Tiere, schau bitte auf dich. Hier hält jemand fest und man möchte nicht. Ja? Ob er oder sie das jetzt ist oder ob du das jetzt bist. Schau hier bitte auf dich. Einmal mit der Karte die 4 der Münzen. Hier ist auch keine Einsicht. Ja, ich bekomme das so, was ich vorhin schon sagte, aus dem Ego heraus. Ja, Chancen und Möglichkeiten nicht wahrnehmen, diese nicht zu sehen, obwohl diese sich hier definitiv bieten. Ja, aber man lässt hier auch eine Chance mehr oder weniger ab, sieht man das nicht. Hier auch die Situation, man sollte sich eine Chance, eine Gelegenheit nicht verpassen. Hier könnte sehr schnell eine Gelegenheit verpasst werden, aufgrund dessen zu starken Mangels, zu stark festzuhalten, zu stark in der Kontrolle zu sein. Und hier zeigt sich auch die Königin der Münzen. Also hier ist definitiv noch jemanden bei dem einen oder anderen. Ja, hier geht es ganz stark um das Materielle. Wir haben hier das Ass der Münzen, wir haben hier die 4 der Münzen, wir haben hier die Fische, die Königin der Münzen. Das könntest du jetzt auch sein, dass du in der Gegebenheit bist, keine Einsicht hast, ja, was nicht negativ gemeint ist, sondern im Hinblick dessen, dass man hier nicht auf die Möglichkeiten schaut, denn wir haben hier die Augen verschlossen, wir haben hier die Augen verschlossen und es zeigt sich ganz klar hier der Mangel. Ja? Oder vielleicht, dass du in der Position bist, dass du ihm oder ihr absolut nicht vertraust, denn wir haben hier ganz klar das Vertrauensthema. Und hier ist die Nachdenklichkeit, wir haben den Irre mit. Ja, hier darfst du Innenschau halten, du darfst hier in dich gehen, dass du Möglichkeiten und Chancen wahrnimmst. Und hier haben wir die 5 der Münzen. Ja, das ist so diese Selbstzweifel, das bekomme ich hier gerade rein. Denn hier ist der Schlüssel, hier ist die Tür. Du bist im Begriff, in etwas ganz, ganz Neues zu gehen. Aber du siehst gar nicht die Möglichkeit, die Chance, die dir jetzt gegeben wird von außen. Ja?
auch hier die Einladung in umgekehrter Lage. Das heißt, du nimmst deine Chancen und Möglichkeiten gar nicht wahr. Oder er oder sie nimmt sie gar nicht wahr. Ja? Aufgrund starker Mangel, Traurigkeit. Also hier ist jemand definitiv im Rückzug. Du könntest dich aber auch aus einer Situation zurückziehen, wo du wirklich starke Gefühle hast. Wir haben hier die Situation, dies könnte er oder die richtige sein. Aber man zieht sich hier zurück, weil man Angst hat. Man hat Angst, dass etwas wiederkehren könnte. Ja, und hier ist ja eine wiederkehrende Situation. Es ist ja schon im Werdegang. Ich schaue hier nochmal weiter. Wir haben hier das Geschenk bekommen. Wir haben hier die Möglichkeiten, das große Glück. Wir haben die Zusammenkunft. Also ihr kommt hier zusammen. Habe bitte absolutes Vertrauen. Was zeigt sich in der Hauptenergie? Wir haben das Kind. Und hier geht es um einen Neuanfang. In die neuen Möglichkeiten zu gehen. Du wirst verwundert sein. Ja? Habe hier bitte absolutes Vertrauen. Schau hier nochmal mit den Lennon-Karten. Hier ist noch jemand, ja, das ist die andere weibliche Person, hier gibt es definitiv noch jemanden, ich sagte entweder aus dem familiären oder eben, dass man hier gerade in einer Phase ist, Umbruchsphase, in einer Trauerphase, ja, wo Schwierigkeiten sind, wo man nicht recht weiß. Ja, also hier hast du es definitiv mit jemandem zu tun, der hier noch in einer befangenen Situation steckt, aber auch gerade in einer Umbruchsphase ist. Hier sucht man nach Möglichkeiten. Ja, durch die Öffentlichkeit. Hier geschieht etwas. Hier wird ja etwas öffentlich gemacht. Ja? Hier wird etwas bekannt gegeben. Es hat mir diese Karte schon gesagt, dass es hier noch jemanden gibt eben. Entweder bei dir oder bei deinem Gegenüber. Ja, und hier steht eine Entscheidung an. Es ist derzeit ganz präsent. Man darf sich hier entscheiden. In einer Situation, aber es wird hier öffentlich gemacht. Man ist hier auch sehr, sehr lange mit der Acht in einer Partnerschaft schon gewesen. Ja, und hier zeigt sich die zweite weibliche Person. Schauen, dass du das noch sehen kannst. Und hier entscheidet man sich. Es kann natürlich auch sein, wenn du hier von Frau zu Frau schaust oder Mann zu Mann schaust, bitte ich dich diesbezüglich einmal umzudenken. Also jemand ist hier derzeit dabei, eine Entscheidung zu treffen. Was haben wir hier? Ja, hier ist die Neujustierung. Hier geht man neue Wege. Ob du das jetzt bist, dass du komplett rausgehst, ja, oder eben dein Gegenüber. Jemand geht so oder so. Ja, also man geht hier raus, es wird öffentlich gemacht. Wir haben hier auch die Schlange in der Hauptenergie. Es zieht sich immens in die Länge. Aber auch ganz klar Mangel, Eifersucht, Kontrolle, ja, zeigt sich hier ganz klar. Aber hier geht man in sein Glück. Haben wir hier einmal die Berge. Es kann sein, dass ihr weiter voneinander entfernt lebt. Wir haben hier auch unten den Ring gerade gehabt. Es geht hier definitiv noch um eine Partnerschaft. Oder eben, dass hier eben die Situation ist, dass es derzeit so blockiert ist, ja. Dass eben so dieses On-Off ist oder ihr hört euch gar nicht, ja. Dass man hier noch nach Möglichkeiten eben schaut. Und wir haben hier auch die Versöhnung, ja. Dein Seelenpartner kommt erneut in dein Leben. Hier kommt jemand wieder. Es kann auch sein, dass du hier Single bist, ja. Dass hier jemand aus deiner Vergangenheit wiederkommt. Und du hattest genau diese Themen schon in der Vergangenheit mit genau dieser Person gehabt. Also schau hier bitte auf dich, wo dein Eifersucht, Mangel etc. stattgefunden hat. Zeit des Nachdenkens, gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit ein. Und hier braucht jemand eben noch Zeit, um sich hier für eine Person dann letztendlich auch zu entscheiden. Die Antwort lautet ja, was auch immer du dich gefragt haben magst. Ich schaue jetzt mal auf die Gegebenheit, wo du dich hier als Zuschauer, Zuschauerin zeigst, wo du reingehst. Denn hier ist derzeit noch die Unentschlossenheit. So bekomme ich das hier. Hier haben wir den Mangel. Hier ist ein Mangel. Wir haben ja gefragt, was sich hier zeigt bei dir als Zuschauer. Ja, und hier haben wir
die Gerechtigkeit in der Hauptenergie. Und hier werden faire, gerechte Entscheidungen getroffen. Natürlich auch für den einen oder anderen, dass hier ungerechte Entscheidungen getroffen werden müssen. Das heißt, man darf hier aus dem Mangel raus. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man hier in Erinnerungen schwelgt. Die Nostalgie zeigt sich mir hier ganz klar. Ja? Also es wird auch zu deinem Gunsten entschieden. Ja? Also du wirst bewusst in eine Situation gebracht, in eine Lernaufgabe, um dir deine Dinge anzuschauen. Ja? Es zeigt sich eine schwierige Phase hier an, die fünfte Stäbe. Ja, und das ist dieses Unentschlossensein. Ja, wir haben hier auch die geschlossenen Augen. Man weiß nichts. Ja, also man ist absolut zwiespältig. Man ist in einer Situation, dass man sich auch vielleicht körperlich unwohl fühlt, dass hier Gegebenheiten sind, aber aufgrund, dass hier noch Kinder involviert sind. Also schau bitte auf dich, die fünfte Stäbe hier einmal in Kombination die sechste Kelche. Für den einen oder anderen ist es wichtig, das bekomme ich hier auch, denn wir haben hier starke Kontrollthemen, Situationen, dass hier bewusst ein kindliches Verhalten auch stattfindet. Das heißt, für den einen oder anderen, wenn du hier in der absoluten Stabilität bist, Sicherheit bist und weißt, im Grunde genommen, ja, dass kein Mangel bei dir vorhanden ist, schau bitte auf dein Unterbewusstsein, ganz, ganz wichtig, ja. In Kombination auch, dass du vielleicht auch aus einer gewissen Situation rausgehst, weil du dir einfach sagst, das brauche ich nicht, das habe ich nicht nötig, das bekomme ich hier auch. Ja, dass da im Grunde genommen, dass die Gefühle stark sind, aber du schaust in eine andere Richtung. Das heißt, der eine oder andere sagt sich ganz einfach, ich brauche das Ganze hier nicht. Ja, das bekomme ich auch. Also schau hier bitte, mit welchem Szenario du in Resonanz gehst. Und es sind dann eben auch klar bei dem einen oder anderen die Kindheitsthemen, die sich zeigen. Ich sehe auch die Vorbereitungen für die Gegebenheiten eines Gespräches. Ja, dass man hier mit beiden Personen im Kontakt ist, Gespräche auch führt. Wir haben hier die Gespräche, mit den Roten ebenfalls die Gespräche, aber sie sind heimlich, sie sind nicht ehrlich. Hier ist noch etwas, ja. Hier verheimlicht man etwas, ja, und hier fällt auch direkt die Hohe Priesterin raus. Und hier ist etwas im Verborgenen. Hier spricht man über etwas nicht. Ja, und wir haben den Stern. Du wirst hier absolute Klarheit bekommen. Du wirst Klarheit bekommen über Dinge, über die man derzeit eben nicht spricht, aber auch nicht sprechen kann. Ja, schau hier bitte auf dich. Und wir haben die Sonne. Hier ist die Vereinigung. Habe ich bitte absolutes Vertrauen. Es ist geführt. Wir haben hier den Stern. Die Situation zwischen euch ist geführt. Das sagt auch schon das Kreuz auf. Es ist eine geführte Verbindung zwischen euch. Wir haben ja auch zweimal den Bären hier gehabt. Zweimal die Seelenverbindung. Ja. Mit der Sonne hier noch einmal für dich. Und das zeigt auch direkt die nächste Karte. Ja. Hier darf man gemeinsam an den Stabilitäten arbeiten. Und zwar langsam, Step by Step. Ja, langsam, man ist gerade in einer Umbruchsphase. Gemeinsam an den Unsicherheiten zu arbeiten, denn ihr seid ja beide in der Unsicherheit. Hier ist ein ganz klares Spiegelthema, ja. Und noch mit der Hauptenergie, auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint, die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen. Ja, also wenn ihr hier weiter mit den Bergen auch voneinander entfernt wohnt, habe ich hier bitte absolutes Vertrauen, dass hier noch Gegebenheiten geklärt werden müssen mit einer noch Person. Hier ist die Konkurrenzsituation. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.